Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte mit Marsch. Wir beginnen sofort mit der Arbeit, und zwar Düngen Feld 1. Dazu starten wir mal den roten Düngfeuer überholen. Da hängen wir mal den Giftspritzer ab. Jetzt fahren wir mal rüber in der Halle. Ein Teil muss er düngen. Ah, den kleinen da. Wir beginnen heute mit einer Aufnahmezeit mit neuen Folgen. Ich denke mal, ihr habt schon gehört, dass Season rauskommt und Fabrikmod. Ich denke mal, zur nächsten Aufnahme werde ich den Season haben. Das heißt, bis dahin muss ich alle Fälle abgeladen haben. Alle. Das ist gerade leer. Oh, auffüllen. Die füllen wir mal auf. Leider ist der Regen nicht aufgehört. Noch ist das nicht störend. So, doch, der Raps könnte geändert werden. Aber aktuell, vom Regen geht's nicht. Wir haben schon sehr lange Regen. Aber meist können wir dennoch einfahren, BGH fahren, Silage machen. Machen wir mal zu, das wird nass. So, auch nochmal läuft. Die Werte passen auch. So. Ja, das Ding war schon richtig. Feld 1. Halt. Zwei Kurse ist nicht gut. Ich hab die Probleme. Genau. Das düngen wir hier schnell, und dann, das kann er, macht er immer alleine. Jetzt werden wir gleich mit Mais ranschmeißen. Hier werden wir nachher, naja, verdichten und verschieben. Und hier beginnen wir ja, ein großes Gerät, ne? So, haben wir noch einen Kurs? Haben wir nicht. Wir müssen mal schauen. Wir haben hier einen Kurs für Aussaatfeld Mais. Ne, ist es nicht. Das war nämlich. Achso, ja. Genau. Das jetzt Kurs generieren. Weil das ist. Nicht so einfach. Ungefähr den Kurs hatten, den wir vorher auch hatten. Ja, die Pfeile passt sogar. Das immer einigermaßen gleich machen, dann brauchen wir nicht lange überlegen. So, hier wird zurückgehen. Hoffe, der Ton passt. Manchmal ist es ganz schwierig. Zum einen, weil die Maschinen unterschiedlich laut sind. Und zum anderen, weil die Entfernung auch entscheidend ist. Ein Augenblick ist zu leise, nächster ist zu laut.
hoffe, wir sind auch gut zu hören. Ich denke mal, ein bisschen lauter ist besser wie zu leise. Aber das ist die erste Aufnahme, muss ich mal machen. Und dann gucke ich das mal. Weil ich nicht mal einfach immer bei bin und gleich durchziehe. Kann auch passieren. Jedenfalls fahren wir erstmal Mais in die Silo, das fahren wir selber. Vor dem kleinen Feld, das ist ein bisschen zu kompliziert, sag ich mal so. Und wie gesagt, Season kommt raus ab Mittwoch, glaube ich. Und dann kann ich 2 Tage mal ein bisschen testen, ob das funktioniert. Ich gehe davon aus, dass es funktioniert, aber wir werden hier eigentlich mal weiterspielen. Voll, jetzt kommen wir gleich zur BGH. Diesen Traktor muss man ja kaufen mal bei Gelegenheit. Oh, der ist ganz gut, der ist schön schnell. Der ist vielseitig einsetzbar, da kann man so Flügen nehmen, so Gruppen. Zur Aussaat ist sehr wendig. Auch sehr fahrstabil. Aber ich hoffe, dass ich mal aufhören. Denn sobald die Sonnenblumen reif sind und die Soja, dann wollen wir auch die Ernte durchziehen. Dass wir zum Start des Seasons halt loslegen kann, ne? Noch eine Spur. Die hat noch gefüllt. Aber mit neu mit diesem Patch ist es jetzt so, dass keine Ballen verschwinden. Sondern der Träger zieht sich automatisch ein. Das hat den Vorteil, die BGA läuft nicht so schnell leer. Wir wollen nicht ständig drauf schauen. Ups. Und zurückfahren. Wir sind weiter zurück. Der ist zwar wendig, aber so wende ich auch wieder nicht. Gibt's doch gar nicht. Nächste Leitplanke. Brückenpfeiler und Leitplanke. Meine besten Freunde. Aber wir haben es geschafft. Solange wir nicht irgendwo aussetzen und die Räder in der Luft hängen, ist alles in Ordnung. Flügen können wir noch. Wir können noch flügen. Das werden wir auch noch tun. Das könnte man eigentlich schon nebenbei machen. Wir werden beide Felder flügen können und dürfen müssen. Ein bisschen die Kurve verrissen, ne? Also der eine Traktor ist ja für Verdicht zuständig. Der Fendt.
zur Not müssen wir halt da ein bisschen umjustieren. Machen wir gleich. Wir brauchen den Flug. Und zwar heute und hier. Heißt, hinten abstellen. Eine Taste daneben gedrückt. So weit. Jetzt können wir gleich mal rüberfahren. Ich bin da sind. Der hat schöne breite Reifen. Das war eigentlich meine Absicht dabei, aber Flügel ist auch wichtig. In der BGH im Silo eher weniger. So, der Traktor wird ein bisschen laut. Mich jedenfalls. So, durch. Haben wir Glück gehabt. Den Baum nicht gesehen. Die Woche wieder heiß. Ich muss noch eine Woche arbeiten, habe ich Urlaub. So, muss ich Gas geben. Steckt mich gerade. Auf Feld 2 waren ja der Rest Mais verdorrt. Leider nicht so schön. Wir werden sowieso uns das Ei verlassen müssen, ob wir nur 3 Tage pro Jahreszeit arbeiten oder wir machen 6. Bei 6 haben wir ein bisschen mehr Zeit. Bin noch nicht ganz sicher, was ich machen werde. Mal bestellen. Gibt es ja einiges, ne? So, haben wir Acker. Oben links fangen wir an. Oben rechts, naja, oben links schon vom Feld. Vom Feld gesehen. Wäre schön, wenn der Regen aufhören würde. Aber Sonne ist auch da, ne? Schatten. Naja. So, schau mal. Meines Wissens haben wir hier keinen Kurs. Aber das ist kein Problem. Solange wir im Prinzip das Ding durchziehen, dann geht das. So, ja, fällt. Wo beim Flügen nicht ganz so schlimm ist. Wenn er erst mal einen Runden fertig hat, kann man immer noch Normalhelfer arbeiten lassen.
bei noch einer älteren Kursplay-Version, 36. Gestern gesehen, dass der 40er Probleme macht oder 39er. Gut, der wurschtelt. Ich habe sehen, meine FPS-Lösung im Keller. 21. Ich bin nächstes bisschen im Spiel. Bei der Aufnahme ist also okay. Ja, komisch. Die Grafikkarte ist bei 29%. Muss da nicht mehr zeigen. Ich weiß auch nicht, woran liegt. Keine Ahnung. Mein, jetzt muss er ja ein Fahrzeug mehr machen, ne? Nicht, nicht das ja. Also ich, der Häcksler, Flug, der Flugmeister und der Düngersteuer. Die Kühe müssen noch Butter haben, die müssen heute noch versorgt werden. Ich kann verstehen, wieso das jetzt so einbricht, obwohl normalerweise schon gesagt, die Grafikkarte wird dann nicht ausgelastet, ne? Überhaupt nicht. Tempo mal einstellen. Einer ist fertig. Muss der Düngermeister sein. Schauen wir zurück, was wir vorher gemacht haben. Hat mir nicht gereicht. Wie gesagt, ist ein bisschen schwammig. Ne. Was tun wir uns dann gewöhnen, ne? Beim Einparken mich meistens Tastatur. Meistens. Lass mal stehen. Die FPS sind ein bisschen besser. So. Ein bisschen. Aber hier nicht, auch nicht. Ich habe mal so festgestellt, also mir kommt das so vor, als wenn man mit Mais viel mehr Signale daraus bekommt und schneller als mit Gras.
Nun haben wir jetzt, ja, die Erde muss beginnen, bei Raps. Da ist jetzt im Grunde Kacke am Dampfen, weil die Erde noch länger anhält. Wird es mehr knapp, wenn man nachts schlafen, ne? So, liebe Freunde der Landschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, noch mal wiedersehen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao, bis dann.